Krieg, Kriminalität und Korruption sind allgegenwärtig. Immer wieder wird gegen Krieg protestiert. Vielleicht brauchen wir eine andere Herangehensweise. Welchen Ansatz verfolgt The Venus Project? If you really wish to bring an end to war, poverty, hunger, wenn wir Krieg, Hunger, Armut und die meisten Straftaten ein für alle Mal beenden wollen, müssen wir letztendlich mit Hilfe von Bildung und Erziehung die Ressourcen der Erde zum gemeinsamen Erbe aller Völker der Welt erklären. Das scheint der einzige Weg zu sein. Danach sollten wir streben. Das geht natürlich nicht von heute auf morgen. Es ist ein längerer Bildungsprozess. Warum schlagen Sie einen so radikalen Wandel vor? Wir würden gerne Krieg, Armut und unnötiges menschliches Leid beenden. Das scheint in einem geldbasierten System nicht möglich zu sein. Ich sehe, wie sich ständig die gleichen Ereignisse wiederholen. Krieg, Armut, Rezession. Ist monetäres Wirtschaften die Wurzel des Problems? Und kann man es beheben? Falls nicht, warum nicht? Offen gesagt, muss man sich in diesem System anpassen, wenn man überleben will. Ein Anwalt will einem nicht unbedingt helfen. Die Anwaltskanzlei kann aber Geld verdienen. Die Motivation ist also nicht Nächstenliebe, sondern Profit. In den meisten Branchen strebt man Profit an und nicht die Verbesserung der Lebensbedingungen. Es wird behauptet, dies sei ein Nebenprodukt des Systems. Das glaube ich nicht. Die Spielregeln wurden vor so langer Zeit entworfen, dass sie heute nicht mehr zu den ökonomischen Umständen passen. Wir würden deshalb gerne das System aktualisieren, sodass es zu den neuen technischen Möglichkeiten passt. Ließe sich das Problem lösen, wenn man moralischere Personen wählen würde? Nein, denn selbst wenn wir es schafften, Kandidaten mit zweifelsfreier Moral zu wählen und uns die Ressourcen ausgingen, würde es wieder Lug und Trug, Diebstahl und Ähnliches geben. Es mangelt nicht an Moral, sondern an der intelligenten Verwaltung aller Ressourcen. Die Zukunft hängt von unserer Fähigkeit ab, durch Mangel ausgelöste Probleme mit Hilfe unseres kreativen Einfallsreichtums zu überwinden. Was ist eine ressourcenbasierte Wirtschaft und wie unterscheidet sie sich von einer geldbasierten Wirtschaft? In einer geldbasierten Wirtschaft nutzen wir Geld als Tauschmittel. Geld repräsentiert aber nicht unsere Produktionskapazitäten. Es repräsentiert vielmehr eine vor Hunderten von Jahren entworfene Methode, die im System verankert ist. Im geldbasierten System stellen Wohlstand, Besitz und Macht den grundlegenden Antrieb dar. Heutzutage fragen wir, wie viel wird es kosten? Das ist nicht die eigentliche Frage. Diese wäre, haben wir die Ressourcen, um ein solches Projekt zu verwirklichen? Ja, die haben wir. Haben wir das Geld dazu? Nein, das haben wir nicht. Aber wir haben mehr als genug verfügbare Ressourcen, sodass wir alles bauen können, was wir wollen. Falls das schwer zu verstehen ist, stelle man sich Folgendes vor. Nehmen wir an, alles Geld würde morgen früh verschwinden. Solange es Landwirtschaft, Wasser und Baumaterial gibt, können wir alles bauen, was wir wollen. Die Leute brauchen kein Geld, sondern Zugang zu Ressourcen. In anderen Worten, vor 100 Jahren war es notwendig, Geld zur Verteilung von Gütern zu benutzen. Aber heute haben wir die Technologie, Dinge verfügbar zu machen. Warum betrügen wir uns gegenseitig? Eine ressourcenbasierte Wirtschaft benutzt weder Geld, Tausch, Handel noch andere Konzepte aus ehemals vorherrschenden Systemen. Es geht darum, eine Kultur zu entwerfen, die im Einklang mit den Ressourcen der Welt steht. Alles andere wird nicht funktionieren. Man schickt ja auch niemanden ohne Wasser und Nahrung auf den Mond, in der Annahme, dort gäbe es das schon. Wissenschaft und Technik müssen auf Ressourcen aufbauen. Ohne Ressourcen kann man planen, was man will. Es wird nicht umsetzbar sein. Deshalb müssen Ressourcen und industrielle Kapazität im Einklang stehen. Inwiefern handelt es sich um einen anderen Ansatz für das gesellschaftliche Leben?
Es würde die Perspektive der Menschen verändern. So etwas wie Arbeitslosigkeit, Krieg, Polizei, Gefängnisse, Banken oder Geld wird es nicht mehr geben. Stattdessen hätten die Leute Wohnungen, Bildung, Gesundheitsversorgung und all jene Dinge, die wir heute nicht haben können, ohne sehr viel Geld dafür auszugeben. Falls ich Sie richtig verstehe, sagen Sie also, dass es weder Geld, Kredit, Leihgeschäft, Schuld noch Tausch geben wird. Wo bleibt da der Ansporn? Kein Krieg, keine Territorialstreitigkeiten, Reduktion der Kriminalität um ca. 90%, keine Existenzangst mehr oder Angst vor dem Verlust des Eigenheims oder vor Krankheiten, deren Behandlung man sich nicht leisten kann. All das wird nicht mehr existieren. Wenn das nicht als Ansporn reicht, dann weiß ich auch nicht. Viele wachsen im Glauben auf, dass Geld die treibende Kraft sei, die uns anspornt. Es regt aber auch Korruption, Veruntreuung, Vetternwirtschaft, ungerechte Vorgehensweisen und Diskriminierungen an. Ja, Geld mag anspornen, aber es lässt dabei auch Umstände entstehen, die meist verschwiegen werden. Die Personen, von denen wir in Geschichtsbüchern lesen, sind nicht jene, die Geld verdienten oder reich waren. Es sind Menschen, die ihr eigenes Leben dem Wohle anderer widmeten, ohne einen finanziellen Vorteil daraus zu ziehen. Also bewundern wir diejenigen, die der Menschheit ohne monetären Anreiz einen Dienst erwiesen haben. Ich fürchte mich vor Menschen, die Dinge für Geld tun. Da fühle ich mich nicht sicher. Was ist mit der menschlichen Natur? Ich glaube, dass das Umfeld Wertevorstellungen und Verhalten prägt. Genetik mag gewisse Tendenzen vorgeben, jedoch nicht das Wertesystem. Genetik verursacht nicht Gier, Fanatismus, Rassismus und Vorurteile. All das ist erlernt. Mein Ansatz wäre, die Bedingungen zu verändern, die dazu führen. The Venus Project setzt sich für die Neugestaltung unserer Kultur ein. Dann existieren diese Bedingungen nicht mehr. Was ist mit Mangel? Kann man den beseitigen? Haben wir genug Ressourcen, eine wachsende Weltbevölkerung zufriedenzustellen? Ja, heute haben wir mehr als genug. Und oftmals ist es ersichtlich. Das Problem ist unser verschwenderischer Umgang mit diesen Ressourcen. Wir verändern jährlich das Design der Autos, damit sich die Leute neue Autos kaufen. Wir wechseln Frühjahrs-, Herbst- und Wintermode, sodass die Leute ständig neue Kleidung kaufen. In der Zukunft werden wir neue Dinge entwickeln und erfinden, die sich nicht abnutzen oder kaputt gehen. Wofür steht der Venus Project? One world working in one direction. Für eine Welt, die am gleichen Strang zieht, in der Ressourcen intelligent verwaltet werden, sodass der Lebensstandard aller Menschen erhöht wird, ohne dass jemand Profit daraus schlägt. Wie stellen Sie sich den Übergang in ein solches System vor? Wenn man weiterhin Menschen durch Maschinen ersetzt, wird die Mehrheit der Bevölkerung kein Geld mehr für Güter oder Dienstleistungen haben. Das wird das monetäre System zum Erliegen bringen. Ich sehe einen Zusammenbruch der Wirtschaft als einzige Möglichkeit, Leute zum Nachdenken anzuregen. Mensch, die von mir gewählten Volksvertreter sind nicht kompetent genug, dieses Problem zu bewältigen. Dann werden sie sich nach Alternativen umsehen. Je mehr Leute davon wissen, desto wahrscheinlicher ist die Umsetzung. The Venus Project sagt nicht, so wird die Zukunft sein. Es sagt lediglich, so kann die Zukunft sein. The Venus Project hat das anzubieten. Eine Methode zum Erreichen eines höheren Lebensstandards für alle Menschen weltweit, ohne dass Gleichmacherei, Standardisierung oder Gehorsam gegenüber einer Elite nötig ist. Was hält uns davon ab, diese Art des Übergangs zu erreichen? Traditionen, Gewohnheiten, ideologischer Drill,
und Propaganda. Uns wurde beigebracht, unser System als das Beste anzusehen. Man erzählt uns von unserer Kultur und ihrer Geschichte. Aber die schädlichen Aspekte werden ausgelassen. Alle Gesellschaften neigen dazu, die vorherrschenden Werte zu unterstützen. Gäbe es eine objektive Gesellschaft, dann hätte man keine deutschen, amerikanischen, britischen, niederländischen oder französischen Wissenschaftler, die für ihre Regierungen arbeiten. Echte Wissenschaft ist keiner Regierung verpflichtet, sondern nur der wissenschaftlichen Methodik. Ich wäre dagegen, dem Fresco-System oder The Venus Project gegenüber loyal zu sein. Es geht um Loyalität dem Planeten und seinen Bewohnern gegenüber. Wer entscheidet, wie die Zukunft sein wird? Ich finde nicht, dass irgendjemand über die Zukunft entscheiden sollte. Wir sollten vielmehr entscheiden, in welche Richtung wir gehen und in welcher Welt wir leben wollen und ob wir sie mit unseren Mitteln und Ressourcen erreichen können. Ja, wir haben tatsächlich die Mittel und Ressourcen, eine solche Welt zu erschaffen. Niemand wird es alleine schaffen. Entweder denken wir global oder gehen einsam unter. Jede Kritik an The Venus Project ist willkommen. Wir freuen uns über jede Unterstützung und jeden Beitrag. Wir wissen weder, wie eine ideale Gesellschaft aussehen könnte, noch propagieren wir solche Dinge wie Utopia. Wir glauben, dass alle Systeme einem kontinuierlichen Wandel unterliegen. Sie passen sich den jeweiligen Notwendigkeiten an. Wir haben keine festen Baupläne. Daher begrüßen wir Unterstützung und Verbesserungsvorschläge, weil die Geschichte der Zivilisation eine Geschichte des Wandels ist. Because the history of civilization is the story of change.